Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ich habe gedacht, ich melde mich heute mal live von draußen bei dem wunderschönen Wetter. Ich lasse euch mal gerade mal eben gucken, wo ich hier bin. Ich bin hier in Fulda im Stadtpark und zwar im Schlosspark. Hinter mir hier auf der anderen Seite hier das Fuldaer Schloss. Und vor mir hier überall die wunderschönen Blumenrabatten. Der Rasen frisch gemäht und auf der anderen Seite hier der große Stadtpark, der mitten durch den Ort durchgeht und Schulklassen unterwegs sind heute und ganz viele auch am anderen See, ein Stückchen weiter im Grünen sitzen. So, jetzt hole ich euch wieder zurück zu mir. Ja. Heute zum Mutmachdienstag habe ich euch auch was mitgebracht als Mutimpuls. Ich lese öfters, dass Menschen sich mit Problemen beschäftigen. Vielleicht kennst du das auch, ich kenne das auch. Beschäftigt man sich mit einer Sache, die verfolgt einem. Und ja, es lässt einem nicht so ganz los. Denkt man, war das richtig? Ist das wirklich gut so? Hätte es vielleicht anders sein können? Hätte ich vielleicht alles anders machen können? Und man grübelt und grübelt und grübelt über Sachen drüber nach. Und manchmal ist das wie eine Art Schuldgefühle. Und wenn ich an Menschen denke, die in Trennung und Scheidung beispielsweise leben, ja, da sagt auch jeder dem anderen manchmal, der ist schuld und hat das und das gemacht und das hat mich verletzt und ja, bin ich sauer und ja, letztendlich beschäftigen wir uns immer mit den Problemen und haben immer wieder die Probleme vor Augen und drehen von rechts nach links und legen dann auf die Lupe und schauen noch genauer hin, was denn tatsächlich gewesen ist. Und ich lese auch bei Facebook immer mal wieder, dass dann daran erinnert wird, ja, das Thema muss man loslassen, hat was mit Loslassen zu tun. Ja, und dann habe ich mir halt so überlegt, Thema Loslassen. Wir gucken dann immer das an, was wir loslassen wollen. Das ist wie wenn ich es immer noch in der Hand halte. Hier guck und jedem erzähle ich dann, das und das, das beschäftigt mich. Und ja, ich will das loslassen und ich gucke immer wieder an, guck das immer wieder an und fixiere das immer weiter. Für mich ist das Loslassen ein Stück wie auf die Seite schieben. Ich habe mal an einem Beispiel gehört, das geraten worden ist. Man soll dieses Problem mit einem Symbol letzten Endes identifizieren oder aber auf dem Papier diese Wut und vielleicht den Zorn aufmalen, dass das alles eine Fassade bekommt. Jetzt wird es ein bisschen lauter hinter mir, da kommt glaube ich auch wieder eine Schulklasse. Und wenn man dem dann so aufgemalt hat, dass da dieser Zorn, dieser Ärger ein Gesicht bekommen hat, dann kann ich das nehmen und kann dem einen Platz zuweisen. Vielleicht nicht an einem bevorzugten Platz, wo wir vielleicht den schönsten Geburtstagsblumenstrauß hinstellen würden, sondern vielleicht an einem anderen Platz. Vielleicht am Fenstersims ganz auf der Seite im Eck. Und dann hat dieser Ärger, diese Wut, diese Zweifel vielleicht, dieses Problem, was ich nicht lösen kann so schnell, einen Platz bekommen. Und der Platz ist vielleicht dann so 15 mal 20 Zentimeter groß. Und für mich und mein Unterbewusstes ist es dann so, dass es einen ganz bestimmten Platz gibt für diese Sorgen, für dieses Zweifel, habe ich richtig gehandelt? War ich da fair genug? Hätte ich es vielleicht doch anders machen müssen? Wir haben ihm einen Platz dann zugewiesen. Und dann können wir uns umdrehen und können uns mit anderen Sachen beschäftigen, weil außerhalb dieses Platzes, der dieses Problem einnimmt, gibt es ganz viele schöne Dinge, die zu anzuschauen gibt. Und wenn wir mal Streit haben, in Beziehungen gibt es manchmal auch Meinungsverschiedenheiten, die sind nicht immer so schnell zu lösen. Oder wenn ich Kinder habe, die vielleicht schon Erwachsener sind, die wollen dann mitreden und da kann ich es auch nicht so schnell lösen. Und es braucht manchmal ein bisschen Zeit, bis man Lösungen gefunden hat.
Und wenn ich dann dieses Problem an so einen Platz verweise, kann ich mal hingehen, ich kann es angucken und sagen, ja, okay, du bist jetzt das Symbol für das und das Problem. Und dann kann ich mich nochmal mit beschäftigen, dann kann ich mich wieder umdrehen und kann sagen, tschüss, du Problem, bleib du mal da, wo du bist, auf diesem Platz. Das ist dein Platz, du bist auch noch immer noch da und anwesend, aber den Rest des Lebens gestalte ich und den kann ich schön gestalten. Und da kann ich das Problem dadurch vielleicht loslassen. Es ist vielleicht das, eine Art Loslassen, indem dass ich mich auf andere Dinge konzentriere, indem dass ich andere schöne Dinge in meinem Leben auch willkommen heiße. Beispielsweise mal rauszugehen, vielleicht in so einen schönen Park und diese wunderschönen Blumen letzten Endes wahrnehmen, die ich jetzt hier dahinter mir habe. Ich weiß nicht, ob man sie gerade so sehen kann. Jetzt kann man sie, glaube ich, ein bisschen sehen. Die der Sonne ist ein bisschen schwierig gerade. Und wenn du dir vorstellst, dass zu Hause auf der Fensterbank 10 x 15 cm groß der Platz ist für dein Problem und alles andere für dich gilt, das Leben schön zu machen, dann ist da so viel Platz für das Leben schön zu machen. Und dann müssen wir uns nicht so fixieren mit dem Fernglas, eine Sache so riesig dick und fett und groß in unser Leben zu holen, um immer nur dieses eine vorzuholen. Das ist für mich eine Art Loslassen, indem dass wir Dinge, die uns beschäftigen und uns belasten und uns Zweifel machen und uns vielleicht Sorgen machen, wo wir an uns selber vielleicht manchmal zweifeln, dass wir genau diesen Dingen einen ganz bestimmten Platz zuweisen und nicht, dass es überall vorhanden ist, sondern dem wirklich symbolisch so einen Platz zuweisen. Und probiert es mal aus. Nehmt euch ein Blatt Papier und malt da mal vielleicht die Wut, die Trauer, vielleicht die Verzweiflung oder vielleicht die Ratlosigkeit. Oder nehmt irgendein Ding, irgendein Symbol, wo ihr vielleicht zu Hause irgendjemand hat ja immer irgendwelche solche Andenken oder was auch immer. Und da findet ihr vielleicht was, wo ihr sagen könnt, du bist jetzt ein Symbol für mein Problem, für, was weiß ich, einen Streit mit meinem Kind. Und du kriegst jetzt diesen Platz am Fenstersims, ein bisschen auf der Seite, vielleicht im Eck. Das ist dein Platz, da bist du da, bis du gelöst bist, bis wir eine Lösung haben und dass das wieder alles zur Ruhe kommt, dieses Thema. Und du kannst ansonsten hergehen, kannst den Rest von deinem Leben mit wunderschönen Dingen füllen, mit Handlungen füllen, mit fröhlich sein, mit zufrieden sein und mit Glücksgefühlen und auch mit guten Gedanken an den Menschen, mit denen du vielleicht gerade Streit hast. Und du stellst vielleicht dann fest, das war alles vielleicht gar nicht so wichtig und gar nicht so groß, wie man es manchmal so denkt, wenn man sich in so eine Sache hineinverrannt hat. Das möchte ich dir gerne heute mal auf den Weg mitgeben, weil immer wenn ich darüber stolpere zum Thema Loslassen, da frage ich mich dann so, wie geht dann Loslassen? Wie geht denn dieses Loslassen von einer Sache oder einer festgefahrenen Meinung? Wie funktioniert das denn? Und wenn wir uns damit ein bisschen schwer tun und uns immer weiter verfolgt, hilft uns und vor allen Dingen unserem Unterbewussten, dass wir symbolisch damit umgehen und ganz gezielt einen Platz eben dafür zuweisen. Also ich habe das einmal gemacht und ich habe dann, weiß gar nicht, Tage später gedacht, ach, das war doch mal das und das war das Problem für das Symbol für das Problem. Witzig, habe es gar nicht mehr gebraucht, habe ich dann festgestellt. Und deswegen ist es so gut, wenn wir uns mit einer schwierigen Sache beschäftigen oder mit einer Problemlösung befassen, dass wir es nicht mit Gewalt immer drauf fixieren und immer wieder anschauen, weil wir gucken ja immer nur das Problem an und je mehr wir das Problem angucken, desto größer wird das Problem. Sondern dem Problem einen Platz zuweisen und dann uns umdrehen und den Rest gestalten und sagen, okay, ich gucke dich heute Nachmittag oder heute Abend um 8 gucke ich dich nochmal an, Viertelstunde nehme ich mir Zeit und dann schaue ich, ob ich eine Lösung finde. Und wenn nicht, dann darfst du dort wieder Platz einnehmen, da wo ich dich dir einen Platz zugewiesen habe und dann gucke ich dich morgen wieder an. Vielleicht weiß ich bis morgen eine Lösung. Ja, das wünsche ich euch, probiert das mal aus, ob ihr damit vielleicht mit Konfliktsituationen leichter klarkommt und was ihr dafür mit Erfahrungen macht. Das wünsche ich euch für diesen Tag und für diese Woche und schreibt mir in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir da ein bisschen Rückmeldung gebt, was ihr damit erlebt.
möchte euch noch hinweisen auf mein E-Book zum Thema Abschalten. Abschalten ist ja auch so ein Thema, auch vom Problem mal abschalten, dass wir unsere Gedanken von der Problemfokussierung wegnehmen und an unsere Entspannung, an unsere Selbstfürsorge denken. Und du findest das E-Book unter www.ermutigungtanken.de/abschalten/ und dort kannst du dir das kostenfrei herunterladen. Ich freue mich. Bis bald. Tschüss.